Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Let's Play Zelda Breath of the Wild Teil 76. Kurze Zusammenfassung: Wir haben in Episode 72 die Hauptstory abgeschlossen und Ganon besiegt. Es gab einen Spielstand, der uns wieder in den Moment davor versetzt, was bedeutet, dass wir quasi Ganon nochmal besiegen können. Es wurde zwar mit einem Stern versehen, dass man sehen kann, okay, Garus Schirm ist jetzt einsatzbereit. XY hat das Spiel durchgespielt und ja, wir haben eben den Hylia-Schild hier gefunden im letzten Let's Play und oh, was steht hier? Übungsplatz der Soldatenabschlussprüfung. Wer ein riesenhaftes Monster niederstreckt, möge sich einen wahren Ritter des Königreichs nennen. Cool, haben wir jetzt auch noch inoffiziell so einen Titel abgegriffen. Ja, in der Truhe war der Schild hier drinne. Er ist nicht unzerstörbar, wie ich rausgelesen habe. Ist aber mit Abstand der stärkste Schild, den wir hier im Inventar haben. Wir nehmen trotzdem mal weiterhin so eins und gucken mal, was es jetzt hier unten noch gibt, beziehungsweise hier im Schloss. Weil ein bisschen was steht noch offen, was wir noch nicht entdeckt haben. Darum kümmern wir uns jetzt. Dazu gehört zum Beispiel Upsala. Du! Hä? Mein Gott. Anometer hat er was ausgehalten. Ich meine, das war jetzt auch kein Superschwertchen, ne? Was ist das? Polarstab. Stab aus dem der große Fläche ab dem Nullpunkt abgelässt. Affentasche voll. Wir singen ein Lied darüber. Nein, lieber nicht. Ich hasse singen. Ach ja. Das ist nicht schlimm. Der haut ab! Was für ein Feigling! Ja, für den großen war es das schon. Oh, da drüben war auch noch ein Vieh drin. Wir sind nicht da. Hörst du? Es wäre dumm, das Vieh mit Elektrokraft anzugreifen, oder? La la la, ganz leise. Nein, wir hassen Singen! Und dich. Yay! Also eigentlich müssten die hier nicht so knauserig sein. Die könnten hier ruhig mal ein Hunderter noch mehr rüberwachsen lassen. Weil, hallo? Ich wette, hier waren lange keine Helden mehr. Davon abgesehen, dass es gar keine Helden in Hyrule außer uns gibt. Nur Waschlappen! Wir müssen immer noch zurückgehen und die Königin der Gerudo heiraten. Ich wollte König werden. Ist mir egal, ob von hier oder von da. Oh, hier ist noch eine Mauer. Oh Mann, Junge. Schmeiß es doch mit R. Also ist mir egal, ob von Gerudo oder von vom Gerudo-Tal. Okay, wir merken uns den Weg. Weil hier rechts war ja auch noch was.
so ein... Er hat uns nicht gesehen. Die sind so geil, die Viecher. So richtige Hohlroller. Meine Güte. Oh Gott. Patz. Patz. Und Patz. Und Patz. You are dead. Das ist schon ein geiles Ding, diese ganzen Elektrowaffen, ne? Aber 32 Schaden, wobei. Okay. Könnten wir bestimmt auch eine Zora-Rüstung hoch. Aber vielleicht auch noch nicht. Wahnsinn, hier oben geht's noch weiter. Ja, wir gucken doch erst da unten. Dass uns das hier oben wieder in noch verwinkeltere Sachen bringt, schauen wir erst hier durch. Wobei, wenn da unten noch so eine helle Bade rumliegt, kämpfen wir jetzt erstmal mit der. Erstens ist sie schnell. Weststollen. Okay, mal wieder solche Schienen. Oh, der Weg führt raus. Das interessiert uns natürlich eher weniger. Das ist also quasi ein zweiter Eingang wahrscheinlich. Was ist das? Oh, hier hat jemand genistet. Überhaupt nicht gefährlich. Ach, das sind wahrscheinlich heiße Quellen. Moment, die Statuen haben wir doch jetzt schon öfter gesehen und da lag immer irgendwas drauf. Apfel oder sonst was. Wenn hier ein gekochtes Ei drin lag, das eine heiße Quelle ist, legen wir A, das gekochte Ei zurück und B... Machen wir das mal anders. Mal sehen, was dann passiert. Nichts, alles klar. Oh, doch! Ah, müssen wir in Kakariko unbedingt mal Äpfel wohin legen. Ich habe die immer nur genommen und gedacht, wer legt die da hin? Und warum? Oh, ist eine heiße Quelle. Sehr cool, diese dunklen Waffen. Müsste es jetzt noch ein passendes Rüstungsset für geben. Ich dachte gerade, da wäre ein Riss drin. Was war das? Ach nein, du Blödmann! Oh, doch! Nimm alles zurück, du hast genau das Richtige genommen. Ich
manchmal macht sie so bum bum bum. Das ist so ein pulsierendes Herz, total cool. Älterer Zahn, ein wertvolles Souvenir ins älteres Gebiss. Der Zahn ist so hart, dass er nicht bearbeitet werden kann. Für etwas sollte er auch sein. Interessant. Von dem haben wir doch auch so eine Schuppe. Ach ja, schau mal. Ich will zwar nicht wissen, woher der Luftstrom da kommt. Bricht gleich. Das ist mir doch Wumpe. Ich weiß, wo es noch eine neue gibt. Und zwar genau hier unten. Da! Okay, ist noch ein Ausgang. Ah, das war der, den wir vorhin gesucht haben. Wo wir sagten, ah, der ist doch hier unter uns irgendwo. Sah jetzt nicht so freundlich aus. Böse Falle. Gucken wir gleich hin. Oh mein Gott. Das ist ein riesiges Labyrinth. Ah, das ist die andere Seite wahrscheinlich. Zu dem, wo wir vorhin waren. Und ich habe mich noch gewundert, ob es ein Auge gibt, wo man durchschießen kann, damit die Tür aufgeht. Aber scheint leider kein Auge zu geben. Gucken wir zuerst hier runter. Los. Loslassen! Hörst du nicht? Ich wollte doch nur da durchgehen. Güte. Okay. Hier war doch noch ein Gang. Ach nee, das war der eine. Nee, hier ist noch ein Gang. Ach, das ist das, wo wir schon mal waren, wo wir da unten diese ersten Waffen gefunden haben. Ja, ja, ja. Also langsam schließt sich der Kreis und wir waren hier doch tatsächlich schon in vielen Bereichen. Ritterwaffen sind da. Was ist das? Altes verrostetes Schild. Ein alter verrostetes Schild. Ich glaube, den Fehler mache ich noch tausendmal. Aber solange ich ihn immer selber merke, bin ich ja nicht so ganz doof. Hab ich mir mal sagen lassen.
Okay, ich kann die Fässer nicht verschieben, wenn er dagegen läuft. Interessant. Was er aber kann, ist... Ah, die dümmsten Bauern finden die dicksten Kartoffeln. Glück gehabt. Ah, hallo. Wir hätten gern 300 Juwelen. Nitratzahn. Was? Okay. Es scheint also mehr als zwei Drachen zu geben. Ich habe aber auf jeden Fall den Überblick verloren, wo es hier so ging. Oh. Ah. Ist eigentlich uninteressant, ob wir da rauskommen. Weil... Ne, ist eigentlich nicht uninteressant. Wir sind eigentlich fertig hier. Das ist die Ruhe. Ablegen ist A. Also draufgehen, schnell hochgehen. Tatsächlich, das ist der ganze Eingang hier. Da, 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 da. Wobei hier links unten soll noch was sein. Aha. Gar nicht gesehen, als sie da oben stand. Oh. Oh. Toll. Ihr seid solche, genau. Ah, ja. Ja, ein halbes Leben verlieren, meine Güte. Was bist du denn für ein Asozialer? Toll. Das kann man nicht betätigen, wenn man draufsteht. Oh, Waffen mehr. Das brauchen wir denn nicht. Das hier hält viel aus. Oh, oder Moment. Ah. Jetzt weiß ich auch, wofür man die Schnecke brauchen kann. Nein, sag mir nicht, dass es auch so ein Ding oben in Goron-Dings gab. Uns das jetzt ja zur heißen Quelle. Okay, dann sind wir tatsächlich einmal ganz durch in die Rude. Haben alles einmal entdeckt, haben jetzt ein paar Bücher nicht gelesen, aber naja, wir können ja nicht lesen. Nein, können wir schon, aber wir hatten keine Lust. Erholen wir uns hier noch und dann gehen wir hier raus. War ja schön, aber
Alles muss auch ein Ende haben. Und ich meine, wir sind jetzt 3 Episoden. Seht ihr, wir sind schon wieder am Ende. Wahnsinn. Wir sind 3 Episoden jetzt in Schloss Cirule rumgesprungen. Finde ich prima. Hat Spaß gemacht, das vor allen Dingen zu erkunden. Hätten wir vielleicht vorher machen können. Aber ich sag mal, die Waffen, die wir gefunden haben, hätten uns für Garnon auch nichts gebracht. Ansonsten sind wir komplett einmal durch. Finde ich schön. Hat Spaß gemacht. Hätte man vielleicht als Dungeon zu Garnon machen können, dass das so der Weg ist, den man zurücklegen muss, um ihn überhaupt erst zu erreichen, aber so war es ja auch gut optimal, sind wir schnell über die Wasserfälle zu ihm gekommen. Ich hoffe, wie immer, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Falls ja, hinterlasst mir doch ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode und da werden wir, ich weiß noch nicht, wohin gehen und wo starten. Wir teleportieren uns jetzt auf jeden Fall nochmal nach Kakariko. Und von da aus starten wir dann unser nächstes Let's Play. Beziehungsweise ich will mal mit Impa der Alten sprechen, was die sagt. Vielleicht gibt die uns ja endlich diese Kugel, das wär's. Aber ja, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Und ja, schaltet wieder ein, freue ich mich drüber. Bis dann!